meine Freunde, willkommen zu einer neuen Sendung. Wie ihr gesehen habt, heute hat mein Tag begonnen mit ein paar Kommentaren. Wie sieht es denn bei euch aus? Schreibt ihr regelmäßig Kommentare oder schreibt ihr lieber gar keine Kommentare? Oder habt ihr da ein bestimmtes Prinzip, wie ihr das macht? Vielleicht lasst ihr mir dazu mal einen Kommentar da. Dann komme ich auch mal vielleicht auf ein paar neue Ideen, was ich auch selbst machen könnte. Und alle Kanäle, die ich kommentiert habe, habe ich natürlich mit in die Beschreibungsbox gepackt. Falls es euch interessiert, schaut einfach mal auf den Kanälen vorbei. Vielleicht ist da auch was Interessantes für euch. Machen wir uns dann mal an die Patches. Ich habe hier schon einen fertig gemacht und jetzt arbeite ich hier gerade noch an ein paar größeren Patches. Die möchte ich dann hier in Aubing verteilen. Hensch ist jetzt gerade noch unterwegs, holt noch einen Kumpel ab, auch einen YouTuber. Falls ihr mal einen von diesen Patches sehen solltet, sagt mir irgendwie Bescheid, schreibt mir auf Twitter, vielleicht macht ihr einfach ein Bild und verlinkt mich. Ich mache mich jetzt mal hier dran, diese Patches endlich fertig zu machen. Ich bin jetzt unterwegs. Hensch. Und den Simon mit dabei. Simon, wo kommst du her? Ich komme aus Hamburg. Und was machst du so? Also bis vor kurzem habe ich YouTube gemacht, aber jetzt hänge ich mich nur noch ans Design. Ja. Krass, was machst du für Design? Logo-Design in die Richtung, Photoshop und so. Ich setze den Link mit in die Description, check den mal ab. Und wir hängen jetzt mal die Patches auf. Kurz mal umsteigen. Hier gerade fertig mit unserer Filmsession. Es gibt mal richtig geile Fotos. Was ihr gerade gesehen habt, sind Kendamas gewesen. Erzähl mal kurz was zu Kendamas. Kendamas sind traditionell japanische Holzspielzeuge. Machen voll Fun. Könnt ihr so viele Tricks machen. Ja, checkt auch auf jeden Fall ab. Kendama Europe, kauft euch da die Kendamas. Die Kendamas sind richtig nice. Dauert nur ewig, bis ihr es endlich spielen könnt. Aber es lohnt sich anzufangen, damit man das dann irgendwann kann.